Und damit hallo und herzlich willkommen zur 53. Folge des Dungeon Siege Let's Plays, wo wir im 7. Kapitel angekommen sind und hier jetzt uns auf den Weg zur Festung... Upsala, wir laufen mal kurz so hier rum. Zur Festung Eb machen. Uiuiuiui. Da muss ich ja tierisch aufpassen. Oh, guck mal, der kann die Gegner einfrieren mit seinem neuen Schwert. Sehr praktisch. Da gehen wir jetzt mal ein bisschen Schaden flöten. Ja, und wir sind auf dem Weg zur Königfestung? Zur Burg. Zur Burg Eb. Wo wir mit den Dingens hier jetzt zwei Sachen erfahren haben. Und zwar einmal müssen wir in dieser Burg irgendwas machen. Und außerdem müssen wir den Lindwurm erschlagen, bevor irgendwas ganz anderes passiert. Aber ich vermute mal, wir brauchen uns da keinen Stress machen. Wir können uns hier gemütlich durcharbeiten. Meine Güte, sind da viele Mobs. Burg Eb. Es ist gerade mal hier einfach mal links optionaler Content, den ich hier sehe. Und sind einfach mal so, was zum Fick, viele Gegner da hinten. Da fragt man sich ja schon wieder, was los ist. Ja, ist klar. Wir fangen mal an, dass wir die ersten wegklatschen, die uns direkt zu nahe kommen. Keine zu großen Puls. Also wenn ich die ganze Ecke da hinten bulle, dann ist hier Bullen offen. Breaking News. Polen ist seit 1800 irgendwas offen. Kein Spaß. Kommt auf jeden Fall ordentlich Schaden rein. Also dafür, dass ich den nochmal so richtig tanky gemacht habe, muss ich echt sagen, kommt hier gut Fressbrett. Es geht hier noch mehr gleich ab. Ja, das sieht ordentlich aus, was da reinkommt. Und da ist die Frage, sind das die Ranges? Vermutlich sind das die Ranges. So, aber noch kriege ich es geheilt. Mal schauen, wie lange noch. Eieieiei. Oh, das weglaufen war nicht gut. Okay, einmal heilen. So, weiter geht's. Eieiei, da drückt es richtig rein auf ihn. Und mit richtig meine ich wirklich, dass es schon übertrieben ist, was der hier reinkriegt gerade. Kriegt er auch nicht hochgeheilt. Kann das nur mit Heilputz gegen drücken. Das hört halt auch nicht auf. Dass es mal weniger wird oder so. Nö. So. Jetzt muss es langsam weniger werden. Komm. Das sieht noch nicht danach aus. Noch ein Heiltrank. Das sind die ganzen Ranges eindeutig. Rätsel doch mal weg. So. Mitgelaufen, damit ich direkt hier aufdrücken kann. Es wird langsam besser. Eieiei. Da hat mich die Folge aber etwas härter mitgenommen, als ich zunächst gedacht hatte. So. Heiltrank, scheiß drauf. Das war mir zu knapp. Uiuiui. Jetzt wisst ihr, wie die Kämpfe später aussehen werden. Das ist ja gerade mal der Anfang hier. Das wird uns später noch öfterer erwarten. Dass es so richtig reindrückt. Man einfach auch nicht fertig wird mit Fighten, weil einfach so viele Gegner da sind. Und obwohl er schon die ganze Zeit drauf rumklappt. Also normalerweise könnte man denken, ja, da ist extra ein Schwert gekauft, was mehr Schaden macht. Ja. Schön, dass ich mehr Schaden mache. Und dahin. Heil ihn. Jetzt könnten wir es langsam, aber sicher geregelt bekommen. Na, ich glaube nicht, dass wir das nochmal richtig drücken. So.
haufenweise Nahkämpfer dazu gekriegt. Aber die Frage wäre, ob ich die Ranges erstmal mitnehme. Da haben wir noch so einen. So viele Ranges sind es eh nicht. Wir machen mal weiter. So bleibt ja quasi die Anzug übrig. Dickfatz hat Nahkampfstufe 56 erreicht. Yay! More Damage! Wuhu! So. Ey, jetzt wird's langsam. Jetzt kriege ich ihn hochgehalten. Eieiei. Das hat uns richtig reingedrückt. Also das war eine harte optionale Ecke. Also scheiß drauf, dass wir jetzt hier ein bisschen Equipment, Pötte verballert haben. Das hat mich jetzt eher weniger gestört. Bei Pötte haben wir eh, dass der Arsch platzt. Das ist alles egal. Es war tatsächlich einfach nur der Schwierigkeitsgrad, mit dem ich gerade tatsächlich nicht gerechnet hatte. Ungünstig. Du dahin. Du dahin. Hallo. Da mussten wir reagieren, da hat der Heiler kurz Akku gehabt. Wie war das? Ich zieh mal das bestmögliche Tank-Equip an, was wir haben. Es reicht trotzdem nicht. Alter Verwalter. Wie lange haben wir jetzt gefightet? 6 Minuten lang. 6 Minuten lang. Einfach nur fight. Die ganze Zeit durchheilen bei ihr. Und ja. Okay. Wir haben es geschafft. 6 Minuten lang Dauerfight. Das, obwohl ich nur den Anfang geputzt habe. Ich meine, man hätte die Ecke bestimmt einfacher und besser lösen können. Will ich nicht abschreiten. Wie viele Pötter haben wir noch? Ja, passt noch. Ich will jetzt nicht sagen, dass das die einzigste Möglichkeit war, wie man die Ecke hätte lösen können. Aber, ja. Okay. Warum nicht auch? Schöne Lösung. Zu zweit. Haben die Ecke ernsthaft zu zweit geregelt? Aus dem Canyon waren wir gekommen. Da war es das da ganz unten? Nee, da waren wir noch nicht. Okay, ich dachte schon, da unten waren wir. Das wäre der Witz gewesen, schlechthin. Ist jetzt hier irgendwo so ein Abgang gewesen, wäre nochmal nach ganz unten, da wo wir eigentlich in den Canyon mal reingekommen waren. Wir mussten uns ja in den Canyon hocharbeiten. Einmal quer durch. Den Krug da kann ich irgendwie nicht anklicken. Warum auch immer. So. Dann schauen wir uns erstmal den Loot hier an. Zauberschaden gesenkt. Ja, ja, Müll. Danke. Wir füllen aber jetzt erstmal mit unseren Eseln hier kurz die Heilpötte auf. Heilpötte habe ich gesagt. So. So. Wie sieht es bei ihr aus? Oh, das kann man so stehen lassen. Alter. Ich habe damit echt nicht gerechnet, dass die Ecke jetzt so heftig wird. Ich habe damit gerechnet, dass wir so starke Gegner begegnen, aber nicht, dass wir aus dem Dorf kommen und es uns quasi wie Schuppen aus den Augen fällt. Und ihr müsst halt auch angucken, okay, das sind ja diese kleinen Viecher, wie viel Schaden er halt eigentlich auch macht. Ist ja nicht so, dass das hier irgendwie ein windelweicher Tank ist. Hier steht nochmal Burg Eb dran. Wir sind auf dem... Oh, unsere Reitwei sind wir. Hier kommt sich wieder erst um die Nahkämpfer, wie immer. Obwohl das hier noch passt, er hat noch keinen so harten Pull hingelegt, dass ich sage, dass mir das schon auf die Füße fällt. Das sollte ich noch Gegengehalt bekommen. Also brauchen wir eh Level auch für den Heiler. Da vorne geht es nach links und nach rechts. Ich habe keine Ahnung, was der richtige Weg ist. Ich schmeiße übrigens Felsbrocken, falls euch das schon mal aufgefallen ist. Also man merkt bei einem Spiel immer, wenn man im Late Game ankommt, es wird ja, ist ja schon seit längerer Zeit so, dass wir hier Mobmassen klatschen müssen, aber richtet euch drauf ein, das wird noch schlimmer. Das hier ist noch nicht finales Ende. Hier auch schön. Er wird jetzt alles hier durchklatschen und desto weiter er nach rechts läuft, desto mehr wird er pullen.
Und ja, jedes Mal, wenn er einen getötet hat, holt er quasi einen neuen wieder ran. Und man fightet einfach quasi durchgehend ohne Pause. Dann ist Musik. Das macht ja trotzdem Spaß. Also mir macht es Spaß. Weil Stufe 19 in Heilung erreicht. Der hat theoretisch noch was Höheres, aber ich kann jetzt gerade nicht nachgucken, wie hoch sie wirklich ist. Große Heilung habe ich ja immer noch nicht, beziehungsweise kann ich noch nicht. Da musste ich einmal leider einen Heiltrank trinken, das war nicht mehr handelbar. Aber passt schon. Und jetzt passiert genau das, was nicht passieren soll. Er pullt an der falschen Ecke. So. So gefällt mir das besser. Und ich sehe schon mal, dass hier rechts auf jeden Fall der falsche Weg ist. Der richtige Weg ist links. Das sehe ich schon mal. Wenn wir Ewigkeiten brauchen, das wegzuklatschen. Das ist wirklich so übertrieben. Na gut. Sehr schön. Könnt ihr euch noch ans Anfang... Schaut euch mal am besten die erste Folge von Dungeon Siege an. Wie wir den ersten Mob da wegklatschen und einfach noch so... so ein völliges Weichei sind und hier ganz kleine HP-Zahlen haben und hier eigentlich die HP-Zahlen gar nicht so krass eskalieren, weil damals hier noch gutes Balancing getrieben wurde im Vergleich wie sozusagen bei WoW, wo Balancing ja einfach nur noch bedeutet, so große Zahlen. Am besten wir machen eine Null dran, das ist für alle verständlich. Also ähnlich. So. Das ist übrigens eine der wenigen Sachen, die ich bis heute nicht in der Gaming-Branche, nee, bei Blizzard verstehe. Warum kriegt Blizzard Balancing nur mit großen Zahlen hin? Eine Naturzauberfertigkeitspunkt auf Schuhe erfordert 20 Stärke. Habe ich eh schon 2. Okay. Hier liegt noch ein toter Esel. Der hat es nicht geschafft. Hier wird es bald hier runter? Ich befürchte nicht. Was befürchte? Oh, hier könnte der Boss drinne sein, den ich denke. Oh, ich bin gespannt. Wir holen mal ganz kurz erstmal unsere Esel ran. Wie ist denn der eigentlich eingestellt? Nächstes Ziel angreifen, frei bewegen. Okay. So, da hinten geht's weiter. Ja, das sieht alles easy going aus. Noch, wenn ich wissen, was denn gleich für ein Pull kommt. Ich glaube tatsächlich hier runter, dass es der andere Boss ist. Dickmanns hat gerade an Stärke gewonnen. Eigentlich wollte ich ja nur noch eine Folge aufnehmen. Ja, mehr als eine kriege ich auch. Ah doch, ich würde noch eine zweite hinbekommen. Ich bin unschlüssig, ob ich noch 2 Folgen aufnehme. Entscheide ich gleich live, wenn es soweit ist. Es ist noch eine Viertelstunde, aber es ist halb, da wäre ich 19 Uhr fertig. Das würde noch passen. Uiuiui, da kamen auch viele Felsbrocken gesprungen. Ja, wir haben wieder so viel Schaden, dass ich es nicht gegengeheilt bekomme. Wobei das auf einmal... Es sind nur Ranges, nur Ranges. Es ist kein einziger Nahkämpfer mit dabei. Er kann quasi nichts anderes machen, außer Ranges kloppen. Stand dabei ab und zu noch, aber ansonsten kann er nichts anderes machen davor, ne? So, wieder beide trinken gleichzeitig. Das habe ich mir irgendwie früher ganz oft angewöhnt. Und aktuell ist es jetzt hier auch im Balancing so, dass ich immer beides gleichzeitig hochheile. Also entweder, dass ich den Mana-Pot trinke und gleichzeitig den Heilpot... Oder halt eben, also dass ich halt immer beides so gleichzeitig trinke, dass es sich so blöd überschneidet.
dass ich eigentlich schon wieder den Anfang nicht geschissen kriege. Weil wenn ich jetzt gleich, wenn er Heilung braucht, hart drücken würde, könnte ich ihn ja sofort oben halten. Wenn ich aber gleichzeitig einen Mana-Pot trinke mit ihm, nützt mir das halt gar nichts. Was mir aber jetzt eigentlich quasi gerade egal sein kann, weil der Pull hier sieht soweit ganz clean aus. Liegt auch so weit. Hinten ist noch eine Höhle. Schon zwei Höhlen entdeckt. So, jetzt ist hier nur noch Kindergarten. Da ist eine Höhle. Und da unten war eine Höhle. Ja, unten ist die Lindwurmschlucht. Alles klar. Hier steht Königreich Epyr. Hier auf dem Schild seht ihr das. Das heißt, unten in der Höhle ist wohl... tatsächlich dieser große Boss-Mob, den ich euch gerne zeigen würde. Den habe ich sogar noch in Erinnerung. Keine Ahnung warum, aber ich habe ihn noch in Erinnerung. Die Esel können mal rankommen. Und hier mal ein bisschen Equipment nach hinten schieben. Ja. Pff, mit Updates für meinen Hauptcharakter sieht das jetzt auch nicht unbedingt so prickelnd aus. Da liegt auch noch was. Können wir auch noch mitnehmen. So. Und dann geht's weiter. Dahin. Ja, das könnte, müsste, sollte passen. Ja. Da unten sehen wir schon den nächsten Drachen stehen dort. Seht ihr das? Ich weiß nicht, ob das ein Akro-Drache ist oder ob das ein freundlicher Drache ist, aber da steht einer. Ein Akro-Drache? Ja, der kommt aus Berlin, deswegen heißt der Akro-Drache. Akro-Berlin, was? Oh mein Gott, ich muss damit aufhören. Tut mir leid. Brauche ich auch nicht. Ich weiß immer noch nicht, ob ich den Drachen da unten angreifen kann. Ihr sieht so. Okay, er kann ihn angreifen. Alles klar. Es geht schon los. Jetzt bin ich ja gleich mal gespannt. Ich habe diesen Bossmob als... also in Erinnerung, dass er riesengroß ist und dass er eigentlich ordentlich Schaden rausdrückt, aber dass der Schaden locker handelbar ist und eigentlich es nur Ewigkeiten dauert, bis man ihn tot hat. So habe ich in Erinnerung, aber sicher bin ich mir da auch nicht. Hier unten noch mehr, ja, da kann ich gleich direkt mit. Mit meinen Tank nach vorne latschen. Noch ein Schild. Ich glaube auch, dass hier unten jetzt. Ich bin mir nicht sicher. Ich glücke habe gar keine weiteren Gegner kommen. Und ich vielleicht einfach nur direkt zum Boss latschen kann. Werde ich auch nochmal ganz kurz die Pötte auffüllen. Bevor ich da jetzt reingehe. Und zwar nicht nur die Mana-Pötte bei ihr, sondern auch jetzt hat irgendwie nicht geklappt. Nochmal. Warum klappt das nicht? Ey, hör doch mal auf zu laufen. Okay, es klappt nicht, weil der Esel irgendwo rumstackt. Kann es auch nicht abbrechen. Jetzt klappt es. Mal an. Okay, das ist voll und den machen wir jetzt, wie gesagt, auch damit voll. Und ja, ich fülle den absichtlich so auf. Ich gehe davon aus, dass der Boss ein bisschen was aushält. Müssen wir kurz warten, dass hier der Esel da hinten rankommt. Kommt er. Und sie auch. So, ich bin gespannt. Es
ist nämlich echt, ich frage mich echt, was sie jetzt hier drinnen erwartet. Wir werden es noch diese Folge sehen, wenn wir Glück haben. Ist ja aus. Erstmal noch ein normaler Drache. Den kriegen wir so hin. Lauf du schon mal nach. Du bist hier der Lootesel. Auch schon mal nachlaufen. Kann ich nicht sagen, wie weit drinne dieser Esel jetzt ist. Der Esel. Ja, genau. Der Drache. Oh, ein Gewand. Vermutlich nichts Besonderes. Ja, wie immer. Na komm, aus weg. So. Da noch 20 Gold. Da noch und da noch. Einmal hier alles schön weghauen. Nichts übersehen, was haben wir hier? Kampfzauber brauche ich auch nicht. Fernkampf brauche ich auch nicht. Die Musik hat sich auch sofort hier drin geändert. So, das noch da drauf. So, da hinten haben wir noch mehr Pötte. Eieiei. Hört halt auch nicht auf, ne? So. Nach da hinten wollen wir. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. So, noch einmal speichern. Dann gehen wir hier rein, Illan. Ist der schon da? Ich sehe ihn nicht. So. Blickt er. Und dich töte ich jetzt. Oh, genial. Sind wir nicht sicher. Kannst du ihn umdrehen? Ne, du musst hier stehen bleiben. Alles klar, dann gehst du mal. Die Sache hat sich schon erledigt. Ah, okay. Laden. Ich muss kurz schauen, ob ich, wie ich das hier am besten getankt bekomme. Am besten, du läufst schon mal auf die linke Seite. Also mein Gedankengang. Sie steht links, er steht rechts. Und dann steht hier ein riesengroßer Drache auf. Und wir tanken ihn so weit rechts wie möglich. Und du schaust mal, dass du ihn da vorne geheilt bekommst. Ist einfach instant komplett tot. Man kann aber auch nicht hinter ihn. Ich muss so stehen bleiben. Ja gut, okay. Dann, ich würde sagen, töten wir den Drachen ohne sie auf ein neues und genießen jetzt erstmal in Ruhe den Drachen. Schauen ihn uns an. Da ist der Drache. Wegen ihm sind wir hier. Und schaut ihn euch einfach an. Das war damals einfach schon eine Belohnung, dass man sowas sehen durfte. Ja, er hält super viel aus. Ich werde ihn wahrscheinlich locker wegtanken können. Hier vermutlich, wenn ich das hier richtig sehe, wäre es am einfachsten. Das probieren wir jetzt mal noch. Sie läuft nach da vorne. Direkt daneben. Wir schauen mal, ob sie das überlebt. So, weil jetzt macht sie nämlich nur Nahkampf. Das kann man sich sparen. Sie heilt sich nämlich nur selber. Die kommt nicht dazu, irgendwas anderes zu heilen. Außer sich. Ja. Schade. Und sie ist auch gleich tot. Okay. Wir laden nochmal neu. Also ich habe echt keine andere Möglichkeit, außer jetzt dazustehen und ihn einzeln zu klatschen. Meiner ist stark genug.
Ich kann ihn nicht von der Gruppe wegdrehen. Das erlaubt das Spiel nicht. Und demzufolge, ja, gucken wir uns den Fight hier an und heilen uns ab und zu. Egal, genießen wir einfach den Drachen, dass wir mal sowas Geiles hier sehen dürfen. Ich meine, wie oft... Ja gut, oft genug. Aber nee, das war damals, war das einfach für mich ein Highlight, dieser Boss. Dieser Boss war ein Highlight. Ich habe ihn ganz anders in Erinnerung. Überhaupt nicht mehr so, wie er hier aussieht. Auch gar nicht in so einer Höhle. Also keine Ahnung, für mich ist das jetzt hier gerade nicht das, was ich im Kopf hatte. Aber egal. Vielleicht sollten wir unseren Heiler beim nächsten Mal einfach ein bisschen tankiger machen. Da muss unser Krieger nicht alles alleine klatschen. Ja, jetzt können wir hier leider nicht viel machen, außer uns anschauen, wie wir den Drachen gemütlich runter... Naja, zergen ist der falsche Ausdruck. Man kommt hier fast schon vor, wie wenn man alleine irgendwelche alten Raids in WoW macht. Problemlos tötbar, aber es dauert halt. Wo das mittlerweile ja auch besser geworden ist. Ja. Genießt einfach den Drachen, solange wir noch können. Er heißt übrigens Rußhuster. Gar nicht der, den ich eigentlich dachte. Vielleicht sind ja noch mehr drin als nur einer. Ich es nicht glaube. Man muss halt echt sagen, es ist eigentlich schade, dass es ja so wenig kann. Weil er kann halt, wenn mal zwei Effekte, wenn eine Gruppe da steht, dann macht er halt seinen Feuerschaden. Und wenn keine Gruppe da ist, dann haut er immer nur von oben nach unten. Deswegen, aber er ist halt easy tankbar mit meinem Charakter. Wirklich easy. Halbpet habe ich noch genug, das schaffe ich locker. Viertel des Lebens haben wir runter. Und unten in der Mitte seht ihr die Lebensanzeige. 15.400, 15.300 von 20.200 Leben. Das meine ich übrigens mit Balancing. Der Gegner ist eigentlich übelst stark. Also wirklich sehr stark. Aber das Balancing sorgt dafür, dass ich halt nur 20.000 Leben ihn hinsetzen muss. So wie es damals auch in WoW war. Ragnaros hatte einfach 1 Million Leben und fertig. Hochheilen. Und da stehen wir hier und warten. Das können wir uns hier mal anschauen. Hier, das habe ich auch lange nicht zeigen können. Wie hier die Kampfwerte hochgehen. Dass der Nahkampf immer langsam nach oben geht, obwohl das hier super langsam passieren wird. Wahrscheinlich nicht mal relevant für euch. Guckt euch mal den krassen Selfie an, den mein Tank hier hat. Toll, dass er so viel alleine schafft. Der Selfie ist einfach übertrieben. Da passiert wie gesagt nichts. Ja gut, schreiben wir mal da drauf hier. 11.000 Leben, Hälfte haben wir weg. Und ja, wir werden den wohl erst in der nächsten Folge töten. Zufolge könnt ihr da gespannt sein, was euch da erwartet.
Eine halbe Stunde ist rum. Das heißt, oh, das war eine schöne Pausebild, wie er seinen Mund offen hat. Das heißt, wir töten den in der nächsten Folge vollständig, die letzten 10.000 Leben. Ich bedanke mich jetzt erstmal soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben, da abonniert mich, gebt mir Feedback. Ich freue mich über jeden Scheiß und sag immer zum Schluss, tschö mit ö.